Wie schützt man sich vor der Heuchelei und der Augendienerei? Hochmut. 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 Okay, wir fassen das zusammen. Augendienerei, Heuchelei und Hochmut sind Krankheiten des Herzens. Okay, fassen wir das mal zusammen. Okay. Krankheiten des Herzens. Es gibt die Krankheit und die Heilung für die Krankheit. Der Prophet sagt, Allah hat keine Krankheit herabgelassen, außer dass er dafür eine Heilung bestimmt hat. Okay. Die Krankheiten des Herzens reinigst du, beseitigst du mit der Medizin des Herzens. Und das ist an erster Stelle was? Al-Quranu al-Karim. Der heilige Koran, der edle Koran. Weil der Koran ist reines Wasser. Wenn du es in dein Herz hineinlässt, reinigt es alles, was dort an Unreinheiten ist. Sei es Heuchelei, sei es Augendienerei, sei es Schirk, egal ob groß oder klein, sei es Musik. Es reinigt dein Herz. Aber erst dann, wenn du dein Herz auch öffnest. Weil es gibt viele, die lesen den Koran, trotzdem trinken sie Alkohol, trotzdem nehmen sie Zinsen, trotzdem lügen sie, trotzdem betrügen sie, trotzdem begehen sie Unzucht. Wo ist das Problem? Beim Koran? Nein. Herzen. Wie Ibn al-Qayyim rahimahullah gesagt hat. Er sagte, der Koran wird erst Einfluss auf dich haben, wenn du offen für ihn bist, genauso wie der Kranke, der Medizin zu sich nimmt. Diese Medizin wird erst Einfluss auf ihn haben, wenn sein Körper es auch zulässt. Dann wird erst die Medizin Wirkung haben. Wenn sein Körper aber diese Medizin ablehnt, dann wird die Medizin keinen Einfluss auf den Körper haben. Genauso beim Koran. Ja, wie Allah gesagt hat, Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًا إِشْ Lil Muttaqin. Eine Rechtleitung für wen? Für die Gottesfürchtigen. Für diejenigen, die ihre Herzen öffnen für den Koran. Ja? Und so viele Verse, wo Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, dass der Koran für die Gläubigen ist, für die Gottesfürchtigen ist, für diejenigen ist, die Allah fürchten, die den Barmherzigen fürchten, die den Alabama fürchten, die den jüngsten Tag fürchten. Und so weiter. Damit reinigst du dein Herz vor Heuchelei, vor Augendienerei und so weiter mit dem Koran. Dann aber auch mit dem Wissen. Denn das Wissen ist Licht. Al-Ilmu Nur. Ja? Das Wissen reinigt auch und erleuchtet dein Herz. Weil Heuchelei und Augendienerei und diese Sachen sind Dunkelheit. Ja? Und der Koran erleuchtet dein Herz und entfernt diese Dunkelheiten. Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah ist der Verbündete, der Freund und der Beschützer der Gläubigen. Er bringt sie von den Dunkelheiten ins Licht. Das heißt, er entfernt die Dunkelheiten aus ihrem Herzen und ersetzt diese Dunkelheiten womit? Mit an-nur, Licht. Und was ist Licht? Es ist das Wissen, al-ilm. Das heißt, du reinigst dein Herz mit Wissen. Und du reinigst dein Herz auch mit den guten Taten. Und vor allen Dingen den guten Taten des Herzens. A'malul Qulub. Wie zum Beispiel At-Tawakkul, das Vertrauen auf Allah. Hubbullah, die Liebe zu Allah. Khawfullah, die Angst vor Allah. Ja, Raja'u Thawabillah, die Hoffnung auf den Lohn von Allah. Subhanahu wa ta'ala. Husnul Dhanni Billah. Das heißt, das gute Vermuten von Allah, subhanahu wa ta'ala, dass du genau daran glaubst, dass Allah die Möglichkeit hat, dir zu geben, dass Allah die Möglichkeit hat, von dir zu nehmen und dass Allah die Möglichkeit hat, dich ins Paradies hineingehen zu lassen, dass Allah die Möglichkeit hat, dich vom Höllenfeuer zu bewahren. Damit reinigst du auch dein Herz. Und so weiter und so fort. Gute Taten, Wissen, ja, was haben wir gesagt noch? Koran. Der Koran und die guten Taten des Herzens, die guten Taten der Körperglieder auch, das Spenden, das Beten, das Fasten und so weiter.
Damit reinigst du dein Herz vor diesen Dingen. Und eine frohe Botschaft von mir an diejenigen, die Angst haben vor Heuchelei, vor allen Dingen. Und viele Brüder fragen auch, bin ich ein Heuchler? Woher weiß ich, dass ich ein Heuchler bin oder nicht? Ganz einfach. Solange du Angst hast vor der Heuchelei und solange du Angst hast, ein Heuchler zu sein, bist du kein Heuchler. Verstanden? Solange du Angst hast vor der Augendienerei, bist du kein Augendiener. Solange du Angst hast vor dem Schirk und vor dem Kufr, bist du kein Muschrik und kein Kafir. Derjenige, der keine Angst hat, der soll sich Sorgen machen. Derjenige, der keine Angst hat vor der Heuchelei, keine Angst hat vor dem Schirk, der soll sich Sorgen machen. Ja? وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَتُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. Das ist der Heuchler. Wenn ihm gesagt wird, fürchte Allah, pass auf, sagt er, was willst du von mir? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْعَدِي قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ. Wenn ihnen gesagt wird, hört auf, Blödsinn zu machen, hört auf zu heucheln, hört auf, Sünden zu machen, dann sagen die, wir sind die Besten. Wir sind keine Heuchler. Wir sind gut. Ja? Die haben gar keine Angst davor, Heuchler zu sein, weil sie Heuchler sind. Deswegen der Gläubige, Gottesfürchtige, der Angst hat vor der Heuchelei, das ist kein Heuchler. Wie Umar al-Khattab, radiallahu anhu, der Angst hatte, in der Liste der Heuchler zu sein. Könnt ihr euch das vorstellen? Er hat der Sahabi al-Jalil, Hudhaifah ibn al-Yaman, der die Namen der Heuchler kannte. Er hatte eine Liste von allen Heuchlern von Rasulullah s.a.w. gegeben worden. Und Umar al-Khattab hat ihn immer gefragt, bin ich in dieser Liste? Sag mir bitte, bin ich in dieser Liste? Und Umar al-Khattab hat immer geschaut, ob Hudhaifa an einer Beerdigung teilnimmt oder nicht. Wenn er teilgenommen hat, wusste er, dass dieser Mann ein Gläubiger gewesen ist. Wenn er sich von dieser Beerdigung entfernt hat, wusste er, dass das ein Heuchler ist. Genauso wie Hanzala, genauso wie Abu Bakr. Hanzala einmal kam, er sagte, Nafaqa Hanzala. Und dann sagte Abu Bakr, warum? Er sagte, wenn wir bei Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sind, dann haben wir das Gefühl, als ob wir das Paradies vor uns haben, die Hölle vor uns. Aber wenn wir zu unseren Kindern gehen und zu unseren Familienangehörigen gehen, dann vergessen wir das. Und dann sagte Abu Bakr, Subhanallah, bei mir ist das Gleiche, ich habe auch Nifaq gemacht. Und dann gingen sie zum Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam zusammen, haben ihnen das gesagt und dann hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gelächelt. Und er sagte, wenn ihr so sein würdet im Privatleben, wenn ihr immer so sein würdet, wie ihr bei mir sein würdet, oder wie ihr bei mir seid, das heißt, wenn der Prophet sie ermahnt und sie lehrt, dann würden die Engel runterkommen und euch die Hand geben. Warum? Weil man dann wie ein Engel ist. Der Iman ist immer auf einer Stufe oder geht immer hoch. Dann sagte er, Sa'atan wa Sa'a. Mal so, mal so. Mal hast du einen starken Iman, mal hast du einen schwachen Iman. Ja, mal bist du stark, mal bist du schwach, mal geht es nach oben, mal geht es nach unten. Genauso ist das. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. يسعك الفضاء الرحيب الفسيح.